Und herzlich willkommen wieder hier in unserem Reich und heute haben wir wieder mal eine coole Challenge für euch vorbereitet. Wir haben hier wieder eine Seite, wo uns eine Karte fehlt und hier versuchen wir die seltene Pikachu-Karte aus dem God-Pack zu bekommen. Wir sind natürlich jetzt schon gespannt, ob uns das gemeinsam gelingt und dafür werden wir natürlich das beste Set des Jahres auspacken. Die japanischen V-Star-Boxen, die letzte Ära der Schwert- und Schild-Serie. Heute werden wir mal auch einen Überraschungsgast haben und sie wird mir auf jeden Fall helfen, diesen Pikachu zu ziehen. Natürlich gibt es hier auch noch weitere krasse Karten zu ziehen und diese wollen wir natürlich auch bekommen und hier sind zum Beispiel einige Beispiele. Als Überraschungsgast steht heute meine Frau Huda bei mir und sie wird mich auf jeden Fall dabei unterstützen. Sie hat auf jeden Fall in der Regel mehr Glück bei Pokémon Openings und deswegen habe ich gesagt, heute muss sie dabei sein. Wir fangen mit unserer angebrochenen Box an und sagen natürlich Ladies first. Cool. Ah, und den kenne ich, das ist doch Zapdos, oder? Und Mew. Und Nebulak. Könnte schon etwas besser laufen, komm, pack nochmal direkt den nächsten aus. Cool, was ist das, ein Alien? Oh, das ist auch eine schöne Karte. Also ich finde, es war schon mal ein cooler Start. Dann lösen wir sie mal kurz ab. Schauen wir mal, ob ich mehr Glück habe. Und ich nehme mir meinen ersten Booster raus und sind jetzt mal gespannt. Eine schöne V-Karte. Und dahinter nur Holos. Sie hilft mir natürlich auch direkt die Karten einzupacken, somit habe ich das heute etwas einfacher. Also es gibt glaube ich nichts Schöneres als mit jemandem verheiratet zu sein, wo dein Hobby genauso feiert. Und ich muss sagen, die meisten krassen Karten aus meiner Sammlung hat meine Frau für mich gezogen, also bin auf jeden Fall dankbar. Und wer weiß, wenn ich es nicht schaffen sollte, vielleicht zieht sie mir heute noch den Pikachu. Und wieder mal mit einer V-Karte begonnen und dahinter haben wir eine Holo, oh eine Shiny, nice. Und hier haben wir das letzte Pack aus dieser Box und wir haben oft darüber gesprochen, dass sie mehr Glück hat. Also Schatz, probier du mal wieder. Ich finde eigentlich alle Pokémon-Karten ganz cool. Oh, eine schöne Karte von Magma. Oh, die ist auch richtig cool. Kennst du den? Ich hab den nicht erkannt, aber sieht gut aus. Dann nehmen wir uns auch mal direkt unser zweites Display. Dieser wird natürlich auch sofort ausgepackt, also unsere Chancen stehen noch ziemlich groß. In jedem Display haben wir jeweils 10 Booster und mit jeweils 10 Karten. Und wir versuchen diesen einen Booster-Pack zu finden, wo alle 10 Karten aus Hits bestehen. Und darunter natürlich auch unsere seltene Pikachu-Karte, also neues Display, neues Glück. Nice, auf jeden Fall sind in diesem Display zu viele schöne Karten und dahinter, oh, eine Altart, ziemlich krass. Also überzeugt euch selbst, schaut euch mal an, wie krass diese Karten einfach nur gemacht sind. Dahinter haben wir Zapdos. Ihr könnt mir auch natürlich schon mal in die Kommentare schreiben, welches Set wir als nächstes in unserem Video auspacken sollen. Wird mich auf jeden Fall freuen, also haut das gerne in die Kommentare. Hier kommt natürlich unsere Lieblingsfrage, falls du die Möglichkeit hättest, ein Pokémon zu sein, welches Pokémon wärst du am liebsten? Und falls dir solche Videos gefallen, dann lasst uns doch gerne schon mal ein Like da, denn das motiviert uns immer wieder für euch weiterzumachen. Und wieder eine V-Karte, dahinter haben wir eine Holo und dahinter ist Ditto. Komm Schatz, such du aus, welchen soll ich auspacken? Dann nehmen wir uns auch den sofort. Also das Pack geht auf dein Glück, also schauen wir mal, was auf uns zukommt. Und wir haben eine schöne Raikouin V und dahinter haben wir eine Holo und noch eine und eine schöne Energiekarte. Wir freuen uns natürlich auch schon auf das deutsche Set. Zenith der Könige kommt demnächst raus und auch das werden wir natürlich hier auf unserem Kanal auspacken. Und ist es ein Godpack? Nein, leider. Egal, wer weiß, vielleicht sind hier trotzdem weitere krasse Karten dabei. Nice, wieder mal eine sehr schöne Karte. Diese Karten sind einfach zu wild und dahinter haben wir Rayquaza.
Und wir haben eine Vista. Nice. Und dahinter wieder mal eine Holo und wieder die Scheine, die wir vorhin schon mal hatten. Also wir merken auch schon, es wird nicht einfach, diese Karte zu ziehen, aber trotzdem versuchen wir es natürlich weiter. So einige Booster Packs haben wir noch, also die Hoffnung stirbt zuletzt. Die letzten vier Booster Packs aus unserem Display, also gönn uns jetzt mal was. Und wieder eine V-Karte und dahinter eine Trainer-Holo und noch eine Holo und noch sowas. Also es wird immer spannender, es sind nur noch drei Packs, also unsere Chancen werden immer geringer, aber wer weiß. Oh, diesmal Rayquaza in Remix. Eine V hatten wir schon mal. Also Schatz, mit meinem Glück scheint es nicht so zu sein, also such du mal aus. Okay, den darfst du als Last Pack Magic zum Schluss auspacken. Ich probiere hier ein letztes Mal mein Glück aus und das ist das vorletzte Pack und sind echt gespannt. Und es ist kein God Pack. Gönn uns was und es ist eine Vista, eine sehr starke Karte. So, dann werden wir dann mal auch so weit und Last Pack Magic, Schatz, ich wünsche dir viel Glück, also gönn dir. Komm, jetzt muss doch dieser Pikachu endlich kommen. Der ist echt süß. Und hier böse. Schade. Leider haben wir es auch zu zweit nicht geschafft, heute unsere Pikachu-Karte zu bekommen. Dafür haben wir hier so einige coole Hits rausbekommen. Also wie ihr sehen könnt, kann man ziemlich viele Karten aus diesen Boostern ziehen und es macht auf jeden Fall Spaß, das Set auszupacken. Wie ihr sehen könnt, hat man auf jeden Fall die Möglichkeit, hier aus diesen Boostern ziemlich viele krasse Karten zu ziehen. Hat auf jeden Fall trotzdem Spaß gemacht. Bleibt gesund, passt auf euch auf und Liebe geht raus.